Oh mein Gott. Das, ja. Leute, boah, im Multiplayer stelle ich mir das auch echt cool vor, das Game. So, wir sind angekommen. Voll gut. Ich feiere das ohne Scheiß mit dem Zug, wenn man dann so ankommt und so sieht, so, oh geil, ja, neue Station. Obwohl ich jetzt gar nicht so der Zugfetischist bin, wenn ich das mal so sagen darf, sondern ich bin eher so der Freund, ich mag zwar Fahrzeuge und so, auch Züge, aber ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt hier so, keine Ahnung, so Train Simulator spielen würde. Ich habe das gespielt, ich habe das auch tatsächlich auf der PlayStation. Ich habe das auch mal ein bisschen angespielt, aber so auf Dauer könnte ich mir das, glaube ich, nicht vorstellen. So, das ist fast voll. Sehr schön. Trinken roh füllt sich auch wieder so langsam. Essen roh. Haben wir Essen? Ja, wir müssen ein bisschen Essen auch noch herstellen, ne? Nicht trinken. Trinken haben wir eigentlich genug. Ja, da müssen wir zusehen, dass wir... Ich stelle mal ein paar Barren her. Weil wir brauchen nämlich für Schilde unseren Kram. Brauchen wir... Barren. Haben wir noch Barren hier? Nee, ne? Nee. Kupferbarren hätten wir. So, ein Kohlebrikett mache ich hier rein. Nein, ja doch. So. So. Da machen wir auch gleich einen rein. Und Munition muss ich herstellen. Und Verbände gleich mal gucken, wie viel wir davon haben. So, warte. Food. Dreimal Food herstellen. Das ist fertig, das können wir wegpacken. So, was sagt Chemikalien? Jo, fast wieder voll, ne? Metall. Ist ein bisschen Friemelarbeit mit Sortieren und so, aber wenn wir einmal wissen, wo was ist, geht das. So, ich trinke mal eben. So, Essen können wir auch einmal, dann haben wir es. So, esse ich die beiden, dann sind die voll. Und dann würde ich den noch hier reinpacken. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen auf Vorrat. So, heißt für uns... Genau, Kohle hier rein wollte ich noch machen. Wir müssen herstellen. Rüstung. 5 Rüstungen würden, glaube ich, reichen, oder? Ich würde 5 Rüstungen herstellen. Nein, Consumables. Weil einen brauchen wir jetzt sofort gleich, weil wir ja ein bisschen nur noch haben. Dann gucke ich mal eben nach Dings. Ich guck mal eben nach unseren Verbänden, wo wir die haben. Nutzbares. Oh, wir haben ja sogar noch 4. Stimmt, da hat der Flexi in der Vergangenheit ja doch ein bisschen vorbereitet, was ich sehr schön finde. Das, das, das und dann Munition. Heißt also für uns, wir brauchen... Ich würde trotzdem die ganzen Rüstungen mitnehmen, ne? Weil das wird ja auf jeden Fall ein epischer Kampf werden. Munition brauchen wir definitiv. Verbände nicht. Haben wir genug, würde ich sagen. Würde ich behaupten. Munition brauchen wir. Heißt, wir brauchen für die Munition... Muss ich gleich mal gucken, was wir dafür alles bauen müssen. Warte. Jo. Sehr schön. So, was brauchen wir denn für die Munition? Wir brauchen dafür Gunpowder, ne? Genau, ein Barren und Gunpowder. Das heißt also, wir stellen mal 5. Stelle ich 5 her oder 6 Barren? Ich stelle mal ein paar Barren her. Mach erstmal die ersten 5. Und Gunpowder. Wir hatten noch ein bisschen Gunpowder, das weiß ich, bei Dosen und Flaschen. Hier. 2-mal. Das stellen wir am Lab her, ne? Was brauchen wir denn dafür nochmal? Grüne Flasche und Holz. Okay, grüne Flasche. Hatten wir da nicht sogar ein paar hergestellt von? Holz ist nicht das Problem. Dann kriegen wir die grünen Flaschen auch weg. 4 Stück. Ja... Sieht gut aus. Und Holz, ne? Warte mal. Oh,
Ja, komm, dann mach da den einen auch fertig. Holz, sagst du, ja? Ja, so langsam ist voll unser Inventar. So. Hätte ich gerne mal 4 Stück. Danke. Davon können wir schon mal was herstellen. 2 Stück an der Zahl. Oh mein Gott, das wird großartig. Das wird sehr, sehr großartig. Ich freue mich. Dann sind wir ja eigentlich sehr gut ausgerüstet, wenn ich das mal sagen darf. Auch nochmal ein bisschen Holz. Boah, das verbrennt aber Holz, ne? Alter Schwede. Können wir nochmal herstellen jetzt? Jo. Nochmal 3 Stück. Das heißt, wir haben 6 Stück. 7 Verbände. 9 mal Rüstung. Und 6 mal, war doch richtig, 6 mal, glaube ich, ne? Das dürfte doch reichen, oder? 6 mal Munition auch. Pass auf, ich packe mal einiges weg, was wir nicht mehr brauchen. Holz zum Beispiel auch. Das habe ich hier unten, ne? Ja. So, Dosen und Flaschen kommen wieder hinten rein. Das Powder, das brauchen wir aktuell nicht mehr. So. Oh mein Gott, holy shit. Das wird interessant und sehr, sehr lustig. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. 2, 1, Risiko. Jawohl, 6 Stück an der Zahl. Eigentlich, was soll da jetzt noch schief gehen, ne? Eigentlich kann da nichts mehr schief gehen. So, ich würde die Jungs hier einmal entlasten. Das würde ich noch einmal machen. Der ist leer. Was mit Friedhelm? Friedhelm hat nochmal Wood. Sehr schön. Würde ich das mal da reinpacken. Dem Zug passiert da hier sowieso nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Und schauen mal, ob wir... Soll ich jetzt schon Rüstung anpacken? Eine nehmen? Wir haben 9 mal Rüstung, ne? Komm, ganz ehrlich. Let's go! Rein da, den Arm! Hui! Wie viele Runden wir wohl schaffen werden? Mal gucken, ich bin sehr gespannt. So, Fight! Jawohl. Let's go! Runde 1! Oh oh. Something is awakening. Oder awakens. Ich muss ein bisschen die Arena mehr im Auge behalten. Au, 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 au. Oh, oh, oh. Von wo die kommen vor allen Dingen. Gibt's hier nicht wieder eine Brücke? Aua, gibt's hier nicht wieder eine Brücke oder so? Was ist das denn da? Ein Tunnel. Ich brauche so eine Art Brücke, so wie letztens. Das war echt cool. Ich muss die Arena mal ein bisschen angucken. Ist hier nicht wieder irgendwie... Oh, hier ist eine Brücke. Ja, das ist gut. Eigentlich nice. Außer wenn was schießt. Wenn was schießt, ist doof. So. Ja, ich würde noch eine Runde starten. Definitiv. Weil Ressourcen können wir gut gebrauchen. Ja, wie cool das aussieht. Gibt es denn sonst noch irgendwo vielleicht was, wo man sich hinstellen kann? Ich gucke nochmal eben, bevor wir jetzt hier... Bevor wir jetzt hier wieder ins Chaos stürzen. Wir brauchen als erstes, glaube ich, erstmal... Ach, Munition kann ich gar nicht... Ach, das muss ich im Dings machen, ne? Okay, das muss ich machen, wenn ich, im Menü muss ich nachladen, die Munition. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier kann man einmal rumlaufen. Aber ich gerade, die Tafel hat mich gerade ein bisschen erinnert an den Star Sand. Weiß nicht warum.
Okay. Wie kommen wir denn am schnellsten hier hin? Da ist der Monolith. Da hinkomme? Bestimmt nicht, ne? Ich würde das ja gerne austricksen wollen, ne? Aber ich glaube, das ist schon so durchdacht, dass das nicht geht, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Man kann es ja mal probieren, ne? Mann, die werden ja überall spawnen wahrscheinlich, die Viecher. Hier komme ich rauf. Aber bringt mir das irgendwie was? Nee, ne? Problem ist, man muss halt immer wieder zum Monolithen, ne? Um halt die Runde zu starten. Habe ich das schon mal gesagt? Das erinnert echt sehr stark tatsächlich an den Shooter Warframe. Was ich auch intensiv gespielt habe. So, ich gehe direkt hier hoch, die Treppe. Something is awakening! Oder awaken! Ah ja, wir haben ja immer 3 Sekunden Zeit, ne? Das geht ja dann. Hoffentlich spawnen die nicht auf der Brücke. Wo kam der denn her, Alter? Uah, bin weg, tschüss! Uff! Wo kam der denn her? Okay, die Brücke ist nicht gut, glaube ich. Oh, wir müssen gleich nachladen. Glaube ich zumindest. Uhuhu. Ja. Also auf der Brücke ist, glaube ich, diesmal keine gute Idee. Ich meine, wir können runterspringen, ja. Dann aber eher hier. Weil bis sie unten ankommen. My question. Sollen wir jetzt schon nachladen oder sollen wir warten? Ich würde einmal... Ja, okay, komm. Let's go. 3, 2, 1, Risiko! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, spring, lauf, was auch immer du machen möchtest, lauf. Okay. Okay, never mind. Kommen die alle jetzt hier durch oder kommen die auch woanders lang? Oha, ich lade nach. Wuhu. Eigentlich kann man die gut sammeln, ne? So wie bei Zombie, so wie bei Dings Zombie-Modus hier. Von Call of Duty zum Beispiel. Habe ich es auch mal gerne gemacht. Dass ich die immer erst gesammelt habe und so. Huch, da flimmern sie weg. So, vorsichtshalber, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt werden die Runden auf jeden Fall größer. Und mehr. Das hatten wir ja letztes Mal schon mal. Not enough space, not enough space. So, als nächstes gibt es 10, oder? Current, ne, 10 haben wir jetzt. Als nächstes gibt es noch 5. Enemy, Health, 53%. Warte mal, was haben wir denn? Munition. Mal auffüllen. Ich hoffe, unsere Waffe ist ganz. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir die reparieren müssen. Ahahaha. 2, 1 Risiko. Und wo kommen sie denn? Oh, ich muss weg. Tschüss. Uhuhu. Ciao. Aua, Alter. Bruder, da muss ich aber los. Uhuhu. Oh ja, ich habe ihn gesehen. Oh, da war ein großer. Oder der irgendwie so einer, der Feuer spuckt. Aua, Alter, hä? Wo kommt der denn her? Ja, wird schon anstrengender. Munitionsmäßig geht's noch.
Wir haben noch 4 Packungen. Leben haben wir ja auch noch. Und wir kriegen ja immer zwischendurch ein bisschen Muni, hoffe ich mal. Oh, als nächstes gibt es eine Kiste. Sehr geil, nice. 50% kriegen die jetzt. Die Viecher. Oh, ich bin weg. Oh nein, die explodierenden. Oh, oh, oh. Wuhu. Uff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist so ein bisschen wie bei Starship Troopers, ne? Die Bugs. Okay, ein Explodierender kam jetzt. Und wir haben wieder ein bisschen Munition bekommen. Welche waren es? Ich glaube, die, ne? Die hier sind's. Ich würde hier auch nochmal nachladen, vorsichtshalber. Rüstung haben wir noch. Let's go. Das war ganz gut eigentlich hier und dann wieder zurücklaufen. Eigentlich ja, ich hoffe. Oh, fuck. Fuck you, too. Oh Gott, uah. Oh, fuck. Oh shit, ich habe immer Angst, dass sie irgendwie nachspawnen hinter mir. Ja, genau, das meine ich. Aua, wuhu. Einer ist noch irgendwo da. Okay, die spawnen auf jeden Fall nach in den Böden. Also die tauchen immer irgendwo auf. Ich weiß gar nicht, wie viel Runde war denn das jetzt? Not enough space, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch Muni. So. Nur noch 19. Nicht mal 21 Schuss, sondern 19 haben wir jetzt, weil die immer mehr kaputt geht, die Waffe. Keine neue Dings. Runde 7. 70% Enemy Heal. 75% Enemy Count. 35% Enemy Damage. Hui. Holy shit. Ich dachte, es gibt noch eine bessere Kiste. Oh Gott. Oh Gott. Uah, uah. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Weil die mich eingekesselt haben, die Schweine. Die Ferkels. Die Ferkels haben mich einfach eingekesselt. Warte mal eben. Kann ich weiterlaufen? Ja. Und mal eben den hier. Und dann brauche ich mal eben den hier. Und dann den. Und dann einmal hier lang. Einmal nachladen. Einmal weiterlaufen. Und einmal umdrehen. Und dann... Die machen jetzt auf jeden Fall mehr Damage. Das hatten wir ja gelesen. Was? Hä? Natürlich. Natürlich spawnst du hinter mir. Klar, warum denn nicht? Oder kam der von hier? Das ist so gut, wie er einfach nachlädt. So. Haben wir Muni gekriegt? Leider nicht. Es gibt keine neue Kiste. Runde 10 wird es bestimmt eine neue Kiste geben, würde ich verwetten. Ich würde es wagen. Let's go. 2, 1, Risiko. Au. Alter, ich habe voll Dings verloren. Volles Pfund Rüstung. Muss sie irgendwie in die Enge treiben.
Oh, oh Gott. Nicht gut, aber auch nicht mich in die Enge treiben lassen. Oha. Na, oh ja, wir haben schon Ladehemmung. Oh Gott. Uah, nicht mehr viel Schuss. Na, oh fuck, Mann. Jetzt geht das los mit den Ladehemmungen. Mann, bleib doch stehen. Gott. Warte mal. Moment. Letzte Munitionskiste. 50 Schuss nur noch. Das schaffen wir. Die nächste Runde schaffen wir nicht mehr. Die nächste Runde 9 schaffen wir nicht mehr. Da haben wir jetzt zwar Munition gekriegt, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Nee. Das wird, glaube ich, nicht reichen, die Schuss, die wir haben. Gut, wir hätten die Pistole noch zur Not, ne? Rüstung und so haben wir noch. Das wäre nicht das Problem. Komm, eine Runde würde ich vielleicht noch machen. Oder vielleicht auch zwei. Gucken wir mal. Einfach mal, um zu testen, ob wir es wirklich schaffen und packen. Muss los, ciao! Oh, nicht gut, ich sollte auch treffen, ne? Oh, fuck! Lauf! Oh Gott, da ist ein Stärkerer bei. Oh fuck. Warte mal. Aber die Runde war jetzt irgendwie einfacher, oder? Habe ich das nur so ein Gefühl gehabt? Ah, gibt's hier nicht irgendwie mal Munition oder so? Oh Mann, scheiße. Wir haben nur noch 7 Schuss im Gewehr. Noch eine Kiste. Let's go. Aber dafür haben wir noch die Pistole. Unendlich Muni. Uff, da muss ich aber los. Und das sind jetzt wahrscheinlich schwierige Runden. Oh Gott. Oh Gott. Ob wir das jetzt packen, ich weiß es nicht. Mit dem Revolver, das wird jetzt sehr interessant. Kann ich euch jetzt schon sagen. Oh. Uah! Wenn die selbst explodieren, ist mir das egal. Oh Gott. Juhu. Okay. Let's go. Granaten wäre noch schön, wenn man die bauen könnte. Wuhu! Eigentlich war das eine geile Runde, ne? Weil man die da schön in die Enge treiben kann. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir bekommen das hin. Ich glaube ja. Sind nur noch 2, wenn ich das richtig sehe. Gut, dass die Feuerspucker nicht mehr so gekommen sind. Hey, der ist noch nicht tot. Oh Gott. Apropos Feuerspucker. Habe ich irgendwas gesagt? Nein, ne? Ich habe nichts gesagt, oder? Tschüss.
Oh Gott. Ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen wegen Schaffen. Da steht noch einiges an. So. Jo. Hä, wieso stirbt er nicht? Oh Gott. Lade nach! Da war gerade noch ein Feuerspucker, ne? Jo. Da ist er. Ernsthaft, ernsthaft? Hui. Alter Verwalter. Aber keine Rüstung mehr. Jetzt schon. 96 Leben. Haben wir wieder... Ja, wir kriegen wieder ein bisschen Muni fürs Gewehr. Warte mal. 50 Schuss. Wow. So, zwei Kisten haben wir. Jetzt geht's wieder weiter mit Dings. Ich würde sagen, das reicht. Also nach 11 Willen, das wurde jetzt schon sehr anstrengend. Ich meine anstrengend nicht. Wir können gut laufen, aber ich weiß nicht, was alles noch kommt. Und wir kriegen keine Kiste. Ich dachte, wir kriegen eine bessere Kiste. 75% machen die Damage bei uns. Holy shit. Und 110% Leben haben sie. Und 110% an Menge, glaube ich, ne? Ich glaube, ich nehme die Rewards. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Damit haben wir genug Ressourcen bekommen. Und zwei Kisten. Ganz ehrlich. Reicht. Es wird anstrengend, definitiv. Juhu! Aber wie kann ich das jetzt alles mitnehmen? Kann ich das überhaupt irgendwie alles mitnehmen? Not enough space. Ahaha! Und jetzt? Oh, da war aber eine Strange-Kiste sogar dabei. Toll, jetzt kann ich einmal das Scrap Metal nicht mitnehmen, weil, warum? Wir verbannen... Oh, warte mal. Ich use das mal. Oh, lol. Also muss man auch Dings haben. Das ist natürlich ganz toll. Replace? Nein. Hä, wie mache ich das denn mit den Kisten? Ich kann doch nur eine mitnehmen. Oder kann ich hier zurückkommen? Doch, Moment. Ich glaube, man konnte ja zurückkommen, ne? Ging das irgendwie? Ich hoffe. Weil mir bleibt sonst nichts anderes übrig. Hua! Hallo, da bin ich wieder. So. Heißt für uns, wir müssen... Ich muss mal eben was ändern. Und zwar würde ich gerne hier... Da haben wir ja, glaube ich, noch gar nichts reingesetzt, ne? Deconstruct. Und den hier sind nur Holz drin, ne? Genau. Würde ich tatsächlich nämlich hier mal die Kiste hier unten reinpacken. Und die andere mal eben holen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, die ist noch da. Juhu! So. Stimmt, man kam zurück, aber man konnte nicht noch eine Runde starten. So war das ja, ne? Genau. Okay, sehr schön. So, haben wir. Munition können wir nicht mitnehmen. Das ist irgendwie andere Munition. War sehr schön, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Hä, wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen. Hä, wie cool. Mega. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. eine schöne Optik für Thumbnail, glaube ich. So, dann düsen wir mal zurück. Ich glaube, sonst ist hier auch, glaube ich, nichts, ne? So, rein in den After!
und los. Ich gehe ganz stark von aus, dass wir, ja, wenn wir weiterfahren, auf jeden Fall Gleis 2 erreichen werden. Sprich, wir werden auf jeden Fall Kundschaft auf Gleis 2 haben. So, die eine Kiste können wir ja eigentlich festhalten, ne? Obwohl, wir können die eigentlich auch hier ablegen. Die können hier hinten rein, ne? Wenn die uns besuchen kommen. Ne? Die werden wahrscheinlich dann versuchen, unsere Kisten hier zu klauen. Die zwei, die wir haben. Warte mal. Pick up. Place. Pick up. Place. Pick up und place. Rotate. Ja, sehr schön. So, da haben wir da zwei Kissen. Ich weiß, dass sie hier rein können. Meine Frage ist jetzt, was passiert denn, wenn wir zum Beispiel das Ding hier einfach vor die Tür stellen? Kommen die dann hier rein? Weil durch Wände können sie ja nicht gehen. Ich würde es einfach mal spontan ausprobieren. Weil, ganz ehrlich, haben wir... Nee, ich sollte erstmal, bevor wir das machen, ich sollte erstmal einräumen, ne? So, Chemikalien sind voll. Scrap Metal, sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Runde. Oh, warte mal. Da unten fehlt was, oder? Geht da nicht gerade irgendwas? Nee. Okay, habe ich mich verguckt. Ja, hier ist eh alles leer. Fangen wir mal da hinten an. Holz haben wir auch ein bisschen bekommen, was sehr schön ist. So. Gut, dann... Pass auf. Würde ich das mal umplatzieren? Einfach hier vor die Tür. Weil dann sollen sie mal zusehen, wie sie reinkommen. Kommen wir denn noch an Fridolin dran? Ja, das geht. Pickup. Sehr schön. So, dann kommen die nämlich hier nicht rein und können hier nicht die Kiste klauen. Ich meine, die können von da, aber bis sie dann hier sind und hier wieder versuchen rauszulaufen, bin ich schon lange hier und habe die erschossen. Ich hoffe, bis sie dann hier hinkommen. Ist jetzt so meine Idee, dass ich das jetzt einfach hier versperre, ne? Sehr schön. Ja. Oh, wie geil das einfach aussieht, ne? Ich muss sagen, es ist echt schön, dieses Lager. Das gefällt mir sehr gut. Aber auch hier unsere Werkstatt, unser Werkstattwagen. Wie hübsch das noch werden kann. Vor allem diese Kerzen, die brennen halt einfach immer. Ich hätte auch gern solche Kerzen. Ist ja gerade so weihnachtlich wieder. Naja, gut. Nehmen wir das mit. Und dann nehmen wir da vorne vom Fridolin. 10-mal Scrap Metal, holy shit. Alter Schwede. Ich werd bekloppt. Ich werde bekloppt, 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 bekloppt. So, nein. Das. Oh, warte mal. Da haben wir nochmal Scrap Metal. Haben wir ja schon fast wieder. Haben wir ja schon fast wieder alles voll bei Scrap Metal. Und Holz füllt sich auch schon wieder so langsam, ne? Ja gut, hier war, glaube ich, leer, ne? Genau, die waren alle leer. Die müssen wir noch voll kriegen, noch 4 Kisten. Und hier war, glaube ich, die waren, glaube ich, alle voll, ne, oder? Die waren voll. Ja. Ja. Voll. Leer. 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 Okay, also 3,5, sag ich mal, müssen wir da noch füllen. Oh, wir haben noch Schrauben. Die Bauteile. Hier. So. Chemikalie. Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Können wir mit Chemikalie irgendwas butzeln? Guck mal eben. Mach ich mal, weil wir es einfach können. Dann sind die Chemikalien... Oder auch nicht. Toll. Großartig. Und jetzt brauchen wir gleich Holz. Oder? Ja, ich denke, wir werden Holz brauchen. Nein, es reicht. Juhu. Sehr schön. Dann packe ich das mal bei Fläschchen rein. Flaschen und Dosen. So. Oh mein Gott. Holy shit. Das hat uns auf jeden Fall den Arsch gerettet.
Wir hatten, glaube ich, 9-mal Rüstung. Ich glaube, 7-mal Verbände und 6-mal Munition, ne? Und alles haben wir verblasen, bis auf 5 Verbände und 2-mal Rüstung. Das ist schon hardcore. Krass. Ja, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Runde fahren wir weiter. Das machen wir am nächsten Mal. Und, ja, dann düsen wir mit unserem Züglein weiter. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, denn dann denke ich mal, dass wir wieder Spaß kriegen werden auf Gleis 2. Das wird, glaube ich, ich denke, das wird so sein. Gleis 2 wird, glaube ich, kommen. Komme, was da wolle. Und, ja, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen bei Void Train, einer neuen Folge. Und, ich glaube, habe ich das schon gesagt? Wenn die Folge raus ist, ist, glaube ich, schon neues Jahr, ne? Ich wünsche euch erstmal ein frohes Neues. Sag ich jetzt einfach mal so, so kackenfrech wie ich bin. Obwohl wahrscheinlich schon eine Folge vorher rausgekommen ist, die wahrscheinlich am 1. gekommen ist oder irgendwie so. Aber ich sag das jetzt einfach mal. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und ja, habt schön ordentlich gefeiert. Und das ist so weird. Ich nehme das hier im Dezember auf, Anfang Dezember und es ist noch so lange hin. Na, was heißt so lange halt, 4 Wochen knapp, aber so weird jetzt schon zu sagen, frohes Neues, so ganz komisch. Aber trotzdem, ich wünsche euch ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter reinkommen und habt euch nicht zu viel vorgenommen fürs nächste Jahr. Und ihr seht, es geht weiter und ja, es bleibt spannend hier bei Void Train. Deswegen macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Tschüss.